Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15. Natürlich auf Bantico, weil immer wieder Leute fragen, auf welche Map ich spiele. Natürlich Bantico. Und heute werden wir Mist verladen in meiner vorletzten Folge. Und zwar mit diesem schönen gelben Bagger T174. Ja, der ist mir auf jeden Fall noch ein Begriff, dieser Bagger. Und deswegen werden wir jetzt hier gleich in dieses Fahrzeug reinsteigen und mal den Mist ausladen. Juhu, voll ist er. Ist auf jeden Fall richtig lustig. Das habe ich ja schon lange ja gewollt, dass ich hier mal ein bisschen Mist verlade. Gerade hier mit dem Bagger, das habe ich mir wirklich bis zum Schluss aufgehoben, weil ich finde dieses Teil richtig nice. Muss ich ehrlich sagen, obwohl hier vorne das so ein bisschen hin und her schwingt, aber lassen wir es einfach mal so. Und ja, wie gesagt, ne, das ist jetzt meine letzte oder meine vorletzte Folge hier auf Bantico. Naja, passt nicht ganz so. Ich habe auch erstmal das Interface ausgestellt. Ach, so einfach ist es gar nicht, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ups. Wir können ja mal anschalten und dann, dass ihr mal ein bisschen seht, wie das hier aussieht. Ich kann mal die Krallen mal ein bisschen weiter auseinander machen. Und... Naja, so richtig will er nicht, ne? So richtig will er nicht. So. Ja, ich kann auch hier diverse Sachen hier machen bei diesem Fahrzeug. Ich kann hier die Türen oder hier den Motor, die Motorklappe aufmachen. Oder ich gehe einfach mal rein. Und das Schöne bei diesem Fahrzeug ist, wenn ich den fahre, dann geht auch hier das Interface. Na, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Komm mal her. Ja, guckt euch an. Die Gas- oder das Gaspedal geht. Also schon mal richtig schick. Und innen sieht er eigentlich auch ganz nice aus. Ja, und hier die Hebel. Ja, das ist schön, dass die Hebel auch gehen. Mal eine andere Kamera. Da könnte ich jetzt hier auch den Kran benutzen. Probieren wir es einfach mal aus. Fahren mal ein Stück ran hier. Also das ist sehr schick gemacht. So. Ach, will nicht so richtig den Mist aufnehmen. Da muss man ein bisschen üben. Komm. Komm. Ach, das wieder fallen lassen, weil ich vergessen habe zuzumachen. Ja, 100%, 1800 Kilogramm. Und jetzt werden wir mal das öffnen. So, voll ist er. Ja, dann werden wir wieder zumachen. Und den Kran heben. So, ja. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein, hier mit dem Vollmachen. Das bedeutet, wir verdichten auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Uiuiui. Schön mit den ZD323. Und dann werden wir mal schauen, wie wir hier Mist auf das Acker. Auf das Acker. Das ist ein Deutsch. Auf jeden Fall raufbringen. Das ist bestimmt mal richtig interessant zu sehen, wie das aussieht. Weil das habe ich ja selber noch gar nicht, überhaupt noch nie ausprobiert. Und ihr müsst nicht traurig sein. Landwirtschaftssimulator geht auf jeden Fall weiter. Auch wenn mal jetzt Bantico außen vor ist und mal nicht läuft, ja, das ist ja jetzt erstmal nicht so wild. So, mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie anmachen können. Oh, schon wieder falsch gemacht. Guck mal her. Und da kommt der Mist. Ist das schön. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Vielleicht werde ich ein bisschen Holzhausen, aber Holzhausen werde ich denn auf jeden Fall keine, ja, Fahrzeuge nehmen, die jetzt aus der DDR-Zeit sind. Oh, ich merke schon, wie das stinkt hier. Guckt euch das an hier. Mmh, schön den Schädel reinhalten. Und das ist natürlich auch ein bekannter
Streuwagen für Mist. Und jetzt lasse ich den erstmal die KI machen. Braucht er auf jeden Fall ein bisschen. Der muss erstmal das Feld jetzt abmessen. Und ja, wie gesagt, also Bantico. Na, komme ich da nicht rüber? Doch, geht doch. Dann werden wir jetzt gleich nochmal den anderen Anhänger hier probieren. Ja. Den alten Anhänger hier auch nochmal, wie gesagt, ausprobieren. Aber da werde ich hier dieses Teil nehmen. Den schönen Kasimir. Ja. Und da kommt ja jetzt sowieso nächste Woche das neue Add-on mit der neuen Karte. Und da will ich ja größtenteils im Multiplayer das spielen. Das habe ich ja von vornherein gesagt, das werde ich nicht im Multiplayer spielen, weil, ja, wie gesagt, das ist einfach mit den ganzen Mods, und dann müsstest du jeden abfragen. Und DDR-Fahrzeuge wird es dann erst wieder geben, wenn dann wirklich... Oh, schon voll? Scheiße, jetzt hat die Hälfte vorbei gehauen, ne? DDR-Fahrzeuge wird es dann erst wieder geben, wenn ich schön weg spiele. Da könnte ich es mir dann... Oh, hey, 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 nicht so schnell. Da könnte ich mir das dann auf jeden Fall so ein bisschen vorstellen. In Schönbeck, eine Runde. Oh, da bist du eigentlich gut aus, ne? Mal sehen, wie der Anhänger ist. Weil ich will ja, wie gesagt, erstmal ausprobieren, wie das alles hier so läuft. So. Ja. Sieht auch gut aus. Schön. Ja, herrlich. Und so würde es dann quasi gehen. Mal sehen, wie die KI da vorne sich verhält. Wir fahren einfach mal hin, was der da macht. Da ist er ja schon alle. Wir werden jetzt auch gleich nochmal ein paar Schweine verkaufen. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen Holz machen, aber Holz, das ist dann doch nicht so mein Fall. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich die letzte Folge alle meine Fahrzeuge nochmal vorstellen, zurück zu den Wurzeln fahren, also alle aufs Firmengelände bringen. Und dann können wir die uns nochmal angucken und dann noch die ganzen Mods. So, jetzt will er nicht weitermachen. Wir sagen einfach mal, KI, fahre mal. Und hier ist immer noch das Tor zu. Ja, wenn man so hin und her switcht, mal sehen, komme ich da durch? Nee, komme ich nicht. Ja, dann ist das so. So, wo ist denn jetzt das... der LKW? Wir werden nämlich jetzt nochmal schnell Schweine fahren. Oh, den kann ich ja eigentlich mal ein bisschen hier vorbringen. Ihr seht schon, dass ich schon einige Fahrzeuge... hingestellt habe, aber sind natürlich nicht alle. Und dann werden wir das alles so schön gemütlich mal abgehen, was ich so habe an Fahrzeugen. Dann gucken wir uns das nochmal an in der Modliste, was für Fahrzeuge ich habe. Und dann soll es auch gewesen sein. Ne? So, fahren wir den mal richtig schön hin. Oh, falsch geleckt. Oh. So, ey, kann ich denn überhaupt nicht mehr fahren oder was ist mit mir los? Ach, mir wird Bantico auf jeden Fall fehlen, aber ich denke mal, wenn wir dann 60 Folgen gemacht haben, dann reicht es auch, weil viele wollen auch gerne wieder Fahrzeuge sehen, die doch in der Moderne spielen. Und da werde ich dann auch größtenteils, ja, Mod-Fahrzeuge nehmen. Wo ist denn der LKW? Hier, der will jetzt nicht weitermachen, der hat keinen Bock. Ach, hier. Gut. Dann ab. Schweine kaufen. Oder holen. Schalte es mal wieder ein. Ja. Der W50. Na, komm mal her. Ach. Der hat sich aber heute Affe hier.
So. So, jetzt müsste ich, glaube, das alles hier aufmachen. Mal G. Das heißt, das Fahrzeug. Abkoppeln will ich nicht. Leiter M. Mal sehen, ob es denn geht. Lane abmachen. Nö, wollen wir auch nicht. Hier die Seitenleiter. Und irgendwie will er die Schweine nicht nehmen. Also das letzte Mal ging doch. Komm, Schwein. Ey, ihr Schweine, warum wollt ihr nicht? Hm. Seid ihr nicht glücklich? Nur weil da ein bisschen Kacka liegt, oder was? Warte mal, machen wir anders. Oh, hier, Bantico. Das passt doch, ne? Passt das nicht? Gucken wir mal, was er, warum der nicht will. Also, es hat doch schon mal geklappt. Ich habe das ja schon mal gezeigt, dass es funktioniert. Und wenn es danach geht, könnte man noch viel, viel länger das alles spielen. Aber wenn ich dann Holzhausen, dann wird es dann halt wieder neu anfangen mit Holzhausen. Dann wird dann immer ein, zwei Videos kommen die Woche. Und sonst würde ich sagen, werde ich da doch den Multiplayer, wenn es dann rauskommt, eher zeigen. So. Komm, pick, pick, pick. Irgendwie wollen die Schweinchen nicht. Ich habe doch eigentlich genug Schweine hier. Ja, ja, ich weiß. Kann ich das umfahren? Nee, kann ich hier umfahren. Oder muss ich draußen warten? Wir fahren einfach mal draußen so ran. Mal sehen, ob es denn funktioniert. Ey, hier ist ein Schwein. Ich musste einfach stehen bleiben. Eins habe ich drinne. Ein Schwein habe ich drinne. 1% gefüllt. Gut, dann fahren wir nochmal rein hier. So, jetzt. Ja, ich muss einfach nur warten. Mann, bin ich ein Trottel. Wir können ja mal hier hinten die Plane abmachen, dass die noch ein bisschen Luft kriegen. Ich habe ja den Tag was gesehen. Oh je, oh je. Da haben so eine Tierschutzorganisation zeigt, wie es aussieht, wenn ja Kühe geschlachtet werden. Früher gab es ja so ein Gerät, das hat das Rückenmark komplett getrennt durch das BSE oder durch den BSE-Skandal darf das nicht mehr verwendet werden und das bedeutet, dass die ja Kühe oder Rinder nicht mehr hundertprozentig mit diesem Bolzenschussgerät immer sterben. Und das kann durchaus sein, dass die dann immer noch leben. Und dann werden die, ja, wurden die echt beim lebendigen Leib, wurden die zerlegt. Und das, ich konnte es mir nicht angucken, ja, wirklich. Also, ich bin jetzt nicht der Obertierschützer oder etc. Ich bin da eher so, ja, ich esse gerne Fleisch, ja. So, hundertprozentig gefüllt. 56 Schweine. Wow, Schwein gehabt. Und, aber das fand ich doch schon sehr, sehr traurig. Ja, muss ich ehrlich sagen. Und hat mir ein bisschen so zum Denken ja, animiert, warum, weshalb, wieso die doch so krass da manchmal drauf sind. Fand ich auf jeden Fall nicht schön. Genauso, dass die Milch so billig ist. Ich bin ehrlich gesagt gewillt, auch mehr zu bezahlen. Warum? Natürlich darf Milch nicht billiger sein wie Mineralwasser, ja, also ganz ehrlich, jetzt putzen wir uns alle nur noch mit Mineralwasser oder mit Milch die Zähne und nicht mit Wasser. Aber trotzdem, das ist, wir müssen uns da alle ein bisschen an die Nase packen, wie oft gucken wir auf ja, Preise und sagen, okay, bin ich da gewillt, das zu bezahlen oder nicht, Käse. Wir als Verbraucher sind jetzt nicht so die großen Milchabnehmer. Das sind eher die großen Firmen, die dann sagen, okay, wenn ihr nicht wollt, dann hole ich es mir woanders. Und die Molkereien, die großen Genossenschaften, die sind natürlich die Preistreiber. Finde ich, wie gesagt, nicht so toll. Ja. Naja, es bedeutet aber nicht, dass wir kein Fleisch mehr essen sollen. Also ich liebe Fleisch. Ja, ob Rind, ob Schwein, ob... was nicht, keine Ahnung.
halt Fleisch. Ne? So, fahren wir mal hier rum. Und ja, nochmal ganz kurz. Ich werde auf jeden Fall, das werde ich wahrscheinlich beim letzten Video auch nochmal sagen, ein bisschen Holzhausen dann noch bringen. Und vielleicht auch eine andere Map, werden wir sehen, wie gut die neue ankommt. Da werde ich den Multiplayer, das wird dann einfach nahtlos weitergehen. Ich habe ja die ganz normale Standard-Map im Multiplayer gespielt. Und jetzt denke ich mal, könnten wir im Multiplayer mal die neue spielen, die dann kommen wird. Am, glaube am 29.10. soll es soweit sein, also nicht mehr lang. Und ja, das soll es dann sein. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja auch schon ein bisschen den Landwirt gezeigt. Landwirt 2016, natürlich wird es auch noch anderen geben. Aber mir wird es schon ein bisschen fehlen hier, ne? Bantico, du warst eine herrliche Map und ich denke mal, viele Leute sind durch diese Map, durch diese Folgen auf meinen Kanal aufmerksam geworden und ja. Oh je, das Tor ist zu. Ich hoffe, das geht auf. Ah! Er will meine Schweine nicht. Warum? Ist heute Wochenende? Eieieiei. Das ist so. Manchmal, Mann, jetzt will er nicht mehr hier raus. Na, dann fahren wir den einfach so zurück. In unsere Firma. Naja, muss ich halt ein bisschen dämlich fahren. Ist egal, wir fahren hier durch. Na, was ist denn hier los? So, jetzt aber. Das ist so, wenn man Fahrzeuge hin und her spawnt, dann kann es durchaus sein, dass das Spiel dann so einen kleinen Sockenschuss hat und die Tore sich dann nicht automatisch öffnen. Da muss man einfach ein paar Tage vorspulen und dann läuft es auch wieder. So, jetzt haben wir mal schauen, wo ich hier am schnellsten wieder zu unserem... Ja, wir fahren einfach die Straße entlang. Ja, schade. Dann soll es wohl so sein. Nichts mit Schweine verkaufen. Aber wir haben ja sowieso viel Geld. Ihr könnt aber gerne in den Kommentar mal reinschreiben, wenn ich den Multiplayer spiele, ob ich da ein bisschen schwerer spielen soll. Also mittel, ich spiele hier. Ja, ist das niedlich. ob ich da mittelschwer spielen soll. Oh hier, das ist ja das Ding, was ich ja noch unterwegs noch verloren hatte. Ne? Naja, dann müsst ihr euch alle Folgen angucken. Ich werde auf jeden Fall, wenn Bantico nicht mehr so im Fokus steht, dann werde ich auf jeden Fall die Playlist wieder so umändern, dass das älteste Video als erstes kommt. Dann könnt ihr mir von vorn bis hinten alle durchgucken und könnt euch beölen, wie ich da manchmal rumagiere. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt viele Sachen verstanden. Viele Sachen werde ich auch wieder vergessen. Weil, wie gesagt, ich bin ja kein Bauer. Das müsst ihr mir einfach mal nachsehen. So, werden wir den mal hier schön hinfahren. Den Schweinetransporter hier. Wäre auf jeden Fall mal interessant, hier auch noch Pferde zu haben. Oder Rinder verkaufen. Oder. So. Fahren wir den einfach mal hier so hin, ne? So, sieht natürlich schön aus. Unsere Fahrzeuge, da sehen wir schon mal einen kleinen Teil der Fahrzeuge, ne? Den werde ich jetzt erstmal nicht fahren, weil ich hatte irgendwie immer das Problem, wenn ich den genommen habe jetzt, dass der da, ja, nicht richtig wollte, ne? Also der hat dann irgendwie rumgesponnen. So. Machen wir mal wieder. Landen wir mal. Na, komm mal her. Landen war auf J. Genau. Wenn ich jetzt das Tor öffne... Na, haben wir den falschen Knopf gedrückt. Und das Knarren, das ist herrlich. Ach, Bantico, du wirst mir so fehlen. Du wirst mir sowas von fehlen. Ach, so. Den auch noch mal ein bisschen raus hier. Ach, herrlich.
weiß gar nicht, ob schon jemand so viele Mods hier drin hatte, so aus der DDR-Zeit. Das wäre mir, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, wir gehen nochmal zurück hier zu den ganzen Mist, was sie hier machen. Das ist hier... Ach, wo bin ich denn hier? Achso, den habe ich gar nicht so richtig genutzt. Der Anhänger hat mir irgendwie nicht so gefallen. Nee, hat mir nicht so gefallen. Ich kann ja dann beim letzten Video dann nochmal die Fahrzeuge zeigen, die ich nicht ins Spiel genommen hatte. Zum Beispiel Holzfällen, weil ganz ehrlich, Bandico habe ich schon eigentlich von vornherein mal gesagt, dass ich da nicht großartig Holz machen möchte. Obwohl, wäre auf jeden Fall interessant, aber da gibt es halt, ja, in DDR-Zeiten gibt es eben nicht so viel Holz. Ab Erntemaschinen, ja. Größtenteils haben die ja zu DDR-Zeiten das wirklich per Hand gemacht, ne? Leute mussten ja irgendwo auch arbeiten. So, stellen wir es mal hier hin. Oh, Bums. Ja, der ist auch noch ganz einsam hier hinten. So, was haben wir denn noch hier? Ja, da haben wir ihn. So, schönes Teil. Sehe ich jeden Morgen, oder habe ich mal eine Zeit lang jeden Morgen gesehen, auf so einen kleinen, ja, verlassenen Hinterhof. Und ich denke mal, alle, die im Osten groß geworden sind, die kennen diesen Bagger. Und der hat ja wirklich, naja, die DDR ja nicht gerade aufgebaut, aber ist halt sinnbildlich, ne, dieses schöne Teil hier. Weimar. Fortschritt Weimar T174-2B. Könnt ihr ein bisschen was reinschreiben über dieses Fahrzeug. Hat natürlich noch ein paar andere Aufsätze, nicht nur diesen für Mist, der kann auch durch Sand etc. Und nochmal zur Info, die Mods, die ich hier habe, unten in der Videobeschreibung, sind zwei Links, da muss man sich anmelden und da kann man sich das alles so runterladen. Ja, ich würde an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die vorletzte Folge, und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, bye bye.